Ich bin Jan-Lukas Kulay, ich bin jetzt 24 Jahre alt, Student und Aktivist aus Kassel. Genau, ich war von Spätsommer 2017 bis Februar 2018 in Syrien auf Seiten der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG, dort als internationaler Freiwilliger für ein halbes Jahr. War vorher vor allem so in hochschulpolitischen Kontexten aktiv. Und jetzt bin ich ja schon über ein halbes Jahr zurück, aber jetzt eben auch verstärkt in der kurdischen Kampf hier in Deutschland auch. Genau, vor allem auch so Medienarbeit und jetzt auch Vorträge, aber eben auch an der Basis der Soli-Arbeit und solche Dinge. Also die Entscheidung für so Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich erst vor Ort gefallen, so richtig, weil ich da auch gesehen habe, dass es unter anderen Internationalisten, die eben aus anderen Ländern kommen, vor allem Großbritannien, aber auch Italien, Spanien, dass es bei denen eigentlich vollkommen üblich ist. Die gehen dahin, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und da bin ich eben auch ins Grübeln gekommen, was ist eigentlich meine Rolle hier. Also ich komme hier als Internationalist hin nach Syrien und beteilige mich an dem Kampf der kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Als Internationalist habe ich deswegen vielleicht eine spezielle Rolle, die sich von denen der anderen Kämpfer, die eben aus der Region kommen, unterscheidet. Und da war für mich auch relativ schnell klar, dass also es definitiv eine besondere Rolle für Internationalisten gibt, nämlich Aufmerksamkeit schaffen. Also ne, der Konflikt in Syrien ist eben absolut kein lokal oder regional begrenzter Konflikt, sondern ein Konflikt, wo Weltmächte und Regionalmächte mitmischen. Das heißt, sozusagen der Kampf, der dort geführt wird, den ich auch unterstützen wollte, wird nicht in Syrien entschieden, nicht in erster Linie, sondern, also wir sehen das ja, wenn in den Nachrichten was zu Syrien kommt, es geht vor allem um irgendwelche Konferenzen außerhalb von Syrien mit den Staatschefs anderer Staaten, und es ist leider so, tatsächlich entscheiden andere Staaten über das Schicksal Syriens. Dementsprechend ist es wichtig, in diesen anderen Staaten, zum Beispiel auch Deutschland, eben auch sich dort beteiligen und mit ihrer Politik maßgeblich den Ausgang dort auch entscheiden, eine kritische andere Öffentlichkeit zu schaffen, die eben den politischen Kurs in eine Richtung bringt, in dem eben eine gute Lösung, demokratische Lösung für ganz Syrien erreichbar ist. Ne? Und dafür ist eben Medienarbeit ganz wichtig im Sinne der Bewegung.